Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS17 auf der Ebstorfer Heide. Und wie wir sehen, läuft das beim Grashäckseln ziemlich gut gerade, ne? Der welcher ist denn das überhaupt? Das ist der Multi, ne? Der ist angekommen, ist jetzt im Busch gefahren. Nicht der Multi, das ist der MF, genau. Ist im Busch gefahren und kommt da gerade nicht weiter. Ich habe es gerade noch gelobt, ne? Oh, dann ist es wieder passiert. Okay, dann schicken wir den einmal raus. Also den Fahrer nehmen wir einmal raus. Werden wir einmal ganz kurz hier selber rausfahren aus der Kiste. Und du kannst dann eigentlich hier auf den nächsten wieder fahren und dann kein Drescher in Reichweite. Du wirst es gleich kriegen. Gleich hast du das Ergebnis. Hoffe ich. Ich glaube an dich. Stay strong. Ist zu nah dran, ne? Das war auch mal so ein Problem von damals immer. Oder es ist immer noch ein Problem, dass da teilweise irgendwelche die Drescher nicht... In gewissen Bereichen, die Drescher nicht erkennt. Jetzt müsste es aber gehen, bitte. Nein, vielleicht? Nein. Wir stellen ihn mal ein bisschen weiter weg. Das war ja tatsächlich mal... Also das war im 15er immer ein Problem. Dass wenn er zu dicht dran stand, dann hat er ihn nicht gefunden. Man musste ihn von weiter weg draufsetzen. So, jetzt hat er ihn nämlich gefunden. So, wir wollten uns mal den Radlader schnappen. Genau den hier. Und das Häckselgut, was angeliefert worden ist, ein bisschen verteilen. Das sind ja tatsächlich nur zwei Schaufeln für den Radlader. Deswegen werden wir da Folgendes machen. Wir werden das mal so ein bisschen... Ich werde das mal so ansetzen. Mal gucken, was dadurch passiert, wenn wir die Schaufel so ein bisschen schräg ansetzen. Pass mal auf, und wir machen ein Tempomat rein, dass wir nur mit 3 km/h rüberfahren. Ich bin ja tatsächlich so ein bisschen Noob, was das Verteilen angeht. Ne? Ich mache die mal ein bisschen höher, die Schaufel. Beziehungsweise die Gabel. So, dadurch, dass wir eigentlich ziemlich langsam jetzt fahren, kann er das ziemlich gut verteilen, ne? Glaube ich. Ja, so da, ne? Aber das ist eine gute Methode, glaube ich. Also, wir haben das jetzt hier so ein bisschen verteilt bekommen. Das war ein bisschen zu hoch, glaube ich sogar. Pass mal auf, wir machen das mal anders. Wir werden das mal ein bisschen tiefer setzen, so ungefähr. Vorwärtsgang rein und jetzt lasse ich ihn nochmal mit 3 km/h rüberfahren. Mal gucken, was er daraus jetzt macht. Der Big X hat noch wieder ein bisschen Probleme, aber darum kümmern wir uns dann gleich. Guck mal, das ist jetzt zu hoch eindeutig. Zu tief, weil wir es nicht abgeladen kriegen. Wir kriegen es nicht verstrichen sozusagen. Aber hier kriegen wir es jetzt einigermaßen gut verstrichen. Das ist nicht immer voll und das ist auch nicht leer. Und jetzt kommt hier hinten so der Bereich, wo nichts liegt und da können wir es schön verteilen. Huh, cool. Also jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Platz, wo wir was reinlegen können. Einmal kurz die 10 Tonnen verteilt. Nice. So, Maschine aus. MF hat durchdrehende Reifen. Gucken wir uns gerne an. Was ist hier los? Der kommt mit dem Anhänger nicht klar. Absolut nicht. Der kommt absolut nicht mit dem Anhänger klar. Wir müssen hier mal durchtauschen. Mal gucken, ob der Kollege mit dem anderen Anhänger klarkommt. Bist du an? Ne, bist du nicht. Wir tauschen hier mal durch. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht am Anhänger liegt, sondern dass es am Träger liegt. Weil der andere Drehschemel-Anhänger, mit dem konnten die ja fahren. Mit dem konnten die tatsächlich schon fahren. Deswegen tauschen wir das einmal um. Ich glaube, dass das ein Bug ist, der noch im Traktor drin hängt. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ne? Es kann natürlich sein, dass es nicht so ist. Denn sage ich natürlich, dann ändere ich, sage ich gar nichts dazu. Also dann, ne? Dann revidiere ich meine Aussage. Also spätestens dann, wenn der New Holland auch nicht mit dem Drehschimmel-Anhänger klarkommt, dann wissen wir, dass es doch nicht am Traktor liegt, sondern am Anhänger. Aber das wundert mich halt, weil die Drehschimmel-Anhänger im 15er konnten die damit sehr, sehr gut umgehen, die ganzen Fahrer. Also von dem her würde mich das wundern. So, kann ich dich jetzt hier einstellen? Kein Drescher in Reichweite. Mal gucken, das ist... Der Abstand ist wieder nicht groß genug, ne? Ne. Der hat Probleme damit. Der New Holland ist tatsächlich deutlich besser eingestellt. Und daran merkt man das auch so ein bisschen, dass die von CP immer nach und nach die Fahrzeuge erst einstellen. So, jetzt hat er nämlich den Drescher gefunden. Und
Ja, also das wird immer nach und nach alles eingestellt. Das merkt man auch immer denn, wenn. Ich weiß gar nicht, das neue DLC habe ich mir ja gar nicht gekauft. Hat das jemand von euch zufälligerweise sich gekauft? Und mag dazu mal Feedback in den Kommentaren abgeben, wie das neue DLC mit CP funktioniert, ob das überhaupt damit funktioniert. Das würde mich sehr, sehr stark. Also das würde mich tatsächlich mal sehr, sehr stark interessieren, wie das eigentlich so funktioniert und was da so passiert und so weiter und so fort. So, den nehmen wir mal raus. Dann fahren wir uns mal auffüllen. Saatgut, genau, wir brauchen nur Saatgut. Dünger haben wir noch. Dünger haben wir noch. Und dann haben wir schon wieder zwei große Felder, auf denen, also was heißt zwei große, aber zwei ordentliche Felder, auf denen wir auch wieder Mais drauf haben. Und das bedeutet, dass wir richtig viel Häckselgut hier kriegen. Also das nächste Silo möchte ich auch tatsächlich. Also es ist mein Ziel, ne? Ich habe es schon vor, das nächste Silo voll zu knallen. Also das erste Silo haben wir jetzt ja nicht voll gemacht, weil ich halt gerne ein bisschen Zeug auch raus haben wollte. Also auch langsam mal hier Geld haben möchte, ne? Bevor ich mir andauernd in den Kommentaren wieder anhören muss, dass ich pleite gehe und mir das alles das Genick bricht und so weiter und so fort. Deswegen will ich jetzt mal ein bisschen Geld haben und zeigen, dass der Weg, den ich eingeschlagen habe, doch der richtige ist. Und dann, wenn wir eigentlich ein bisschen Geld auf Seite haben, dann können wir eigentlich damit anfangen, ja, so ein bisschen, wie heißt das? Ja, Felder zu kaufen und größer zu denken und auch das andere Silo mal richtig voll zu machen, ne? Das andere Silo richtig voll machen. Guck mal, das funktioniert jetzt recht gut, ne? Das ist halt alles super, super hell belichtet gerade, weil alle haben sie ihr Licht an, ne? So das gefühlt. Gefühlt haben alle das Licht an. Alle haben sie die Lampen an. Wahnsinn. Fährt neben Drescher. So, der andere Kollege kommt jetzt auch langsam dazu. Das gefällt mir. Solange die sich nicht irgendwie großartig in die Quere kommen beim Wenden oder sonst irgendwas, ist das eigentlich alles in Ordnung. Das hier sieht gut aus, ne? Bis darauf, dass er natürlich auf einem komplett fremden Feld wilde Sau spielt, mehr oder weniger. Aber er lässt den Häcksler wenigstens drehen, hat genügend Abstand zum Häcksler und fährt jetzt erst an den Häcksler wieder ran. Dass er jetzt auf einem anderen Feld ist, ist natürlich so, das ist semi-optimal. Würde auch bedeuten, dass. Oh, er fährt auch nicht durch die Frucht. Er geht zur anderen Seite rüber. Oder? Na, nee, war Wunschdenken gerade. War Wunschdenken. Er hält sich immer auf der rechten Seite, ne? Lass mal kurz gucken. Ist dann vielleicht in dem. Ist hier irgendwas eingestellt, dass der Abfahrer immer rechts rein soll? Nee, automatisch. Naja. Naja. Machen wir uns mal nichts vor. Ich brauche, glaube ich, mal eine neue CP-Version. Die 133 ist, glaube ich, schon ein bisschen veraltet. Da sollte ich mich mal um was Neueres bemühen. Wie sieht das hier hinten aus? Ah, das wird cool, ey. Das wird richtig, richtig cool. So, er hat noch. Na gut, er hat noch 10 Bahnen oder so, ne? 11 Minuten braucht er noch, steht ja da unten. Vielleicht kommt er dann ja auch mit dem Zeug, also mit dem Saatgut aus bis dahin. So, ich bin mal gespannt, wie sich der New Holland jetzt mit dem Anhänger anstellt. Ich glaube nämlich tatsächlich, kriegt das besser hin. Der bekommt das alles deutlich besser hin. Hoffe ich zumindest. So, wieder Ende erreicht. Einmal wenden am Ende. Hoffentlich fährt er mir jetzt da nicht gegen den Schneidwerksanhänger. Macht den noch kaputt oder so. Auch manchmal interessant, was die für Wendemanöver haben, ne? Der ist jetzt halt so eine Kurve gefahren, fährt jetzt geradeaus und wird jetzt gleich zurückfahren. Okay, er kommt auch nicht klar mit dem Anhänger. Das ist erstaunlich. Da haben sie einen Bug eingebaut, weil die Trecker kamen schon mal klar mit Drehschimmeln. Die kamen schon alle mal damit klar. Das heißt, wir können den hier eigentlich wieder verkaufen und uns einen Tandem-Anhänger kaufen. Beziehungsweise, ne, was heißt verkaufen? Wir werden ihn einfach mal umstellen. Ich schicke den gleich damit zurück und dann kriege ich ja den Euroboss-Anhänger dran.
Schade eigentlich. Ich hätte das cool gefunden, wenn das damit geklappt hätte. Aber wenn er nicht will, dann will er nicht. Gut, du fährst mal auf den ersten. Tschüss. Der kann ja trotzdem damit erstmal zur BGA fahren und dann später nehme ich ihn raus und so weiter und so fort. So, du wirst dich gleich abschalten. Wo bleibt denn eigentlich der andere Kollege? Achso, der fährt hier hinten gerade rum. Er ist ganz schön lahm unterwegs, ne? 24 auf der Straße, mach mal 28. Wendemanöver, ja, alles klar, so können wir es machen. Ein klein wenig schneller, ein kleinen Tick schneller. Wir könnten halt noch einen weiteren Abfahrer gebrauchen, aber wenn die sich mit dem Anhänger so anstellen, dann ist halt blöd, ne? Wir könnten den Hürlimann noch zum Abfahren nehmen. Was hätte ich denn eigentlich, ne, wobei, was halten wir denn mit dem Steier vor, sobald der fertig ist? Keine Ahnung. Wir nehmen den Hürlimann noch mit dazu. Pass mal auf, wo ist der? Der kann ja, der braucht ja hier eh nichts machen. Der steht ja nur rum. Der kriegt den kleinen Anhänger. Ich glaube, der ist irgendwo auf dem Hof. Den kleinen Anhänger, dann wollen wir mal gucken, ob die damit rückwärts fahren können. So, dann kriegst du nämlich auch die Strecke vom MF nicht, vom T5. Beim T5 bin ich mir ziemlich sicher, dass es die richtige Strecke ist. Ich habe das natürlich auch daran sehen können, wie viele kombinierte Wege die Strecke hat. Und, oh, Mist. Und dann hätte ich halt daran sagen können, alles klar, das ist die richtige Strecke. Aber darauf habe ich nicht geachtet. Ich hoffe, dass der Anhänger hier irgendwo steht. Und nicht bei der BGA steht. Ah, aber das kann gut sein, dass er bei der BGA steht. Ja, ich glaube, der steht bei der BGA, ne? Oder? Oder habe ich den verkauft? Ne, der steht da hinten drin. Warte mal, wir müssen mal ganz kurz auschecken. Ob der hier irgendwo anders rumlurkt. Ne, da ist kein Anhänger. Okay, das kann gut sein, dass er doch bei der BGA steht. Aus irgendwelchen Gründen. Weil ich ihn ja wahrscheinlich hingestellt habe. Das wird der Hauptgrund sein. Und deswegen halt nicht hier auf dem Hof. Oder habe ich den gar nicht mehr? Habe ich den verkauft? Wartet mal. Ne, pass mal auf. Wir können das ja hier machen. Kipper, Anhänger. Wo ist der hier? Davon haben wir einen. Einen haben wir davon. Und wo steht der? Der muss dann ja hier irgendwo bei der BGA sein, ne? Glaube ich. Weil sonst woanders packe ich ja meine Anhänger hier nicht hin. Hä? Wo ist der Anhänger? Gut, der lädt es auch ab. Sehr schön. Wo ist der? Ach, ich weiß, der ist bei den Hex, beim Holz ist der. Natürlich, da ist dann der Hackschnitzel drin. Na gut, okay, dann wird das nichts mit dem. Dann wird das tatsächlich nichts mit einem weiteren Abfahrer, dann lassen wir das so. Stimmt, da war ja was. Da war ja was mit einem weiteren Abfahrer und so. Ich hab's schon wieder vergessen. Tut mir leid, ich hab's schon wieder vergessen. Das war ein ungewollter Vergesser. So, das Ganze ein bisschen tiefer setzen. So ungefähr. Vorwärtsgang rein. Tempomat rein. Und dann nehmen wir mal diesen Berg zur einen Seite mit. Zu dieser nämlich. Zu dieser da drüben. Zu dieser hier. Und streichen das hier ein bisschen glatt. Die beiden haben sich da vorne getroffen, ne? Sie haben sich gefunden und getroffen. Gesucht und gefunden sozusagen. So. Bisschen wieder vorne, nach vorne fahren. Vielleicht auch ein bisschen tiefer diesmal die Kralle. Ja, alles klar. Das ist ganz gut. Ja, das ist halt... Eigentlich ist es, glaube ich, besser, wenn wir noch ein bisschen tiefer gehen und das noch weiter nach hinten ziehen, ne? Ich möchte das halt gerne diesmal ein bisschen mehr verteilt haben. So. Das soll erstmal genügen. Ich möchte es halt diesmal ein bisschen anders verteilt haben oder mehr verteilt haben und auch, oh. Ich hoffe ja, dass wenn ich jetzt gleich die andere Silage verkaufe, dass wir dann ziemlich schnell das Geld für einen großen Traktor rauskriegen, der dann wiederum schieben kann. Das ist ja so die Hauptgeschichte. So, den Kollegen nehme ich gleich raus. Der kriegt das eh nicht hin mit dem Rückwärtsfahren, das haben wir ja vorhin schon gesehen. Und dann werden wir einmal ganz kurz das alles abkippen. Das zeigt mir mal kurz an. Ich will zur linken Seite keepen. Genau, dann fahren wir nämlich hier einmal ganz kurz rein. So. Freies Abkippen. Das kann weg. Und dann schicke ich ihn einfach über den Kurs wieder zurück.
bis er an der Wiese steht. Wenn er an der Wiese steht, dann holen wir ihn da weg und dann holen wir ihn in den anderen Anhänger. So, Mucki dort. So, er hat den Anhänger noch gekippt, das ist aber nicht schlimm. Den wird er gleich selber umstellen. Und dann... Und dann... Bedanke ich mich bei euch ganz recht herzlich dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für euer ganzes krasses Feedback. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns morgen bei einer weiteren Folge wieder. Bis dahin, bye bye.